Am 14. Februar ist Valentinstag und aus diesem Anlass habe ich eine kleine Reihe von Videos gemacht zum Thema. Zum Thema Valentin, und weil ich so ein Naturfreak bin und ich bin mal einfach in den Garten gegangen und habe mal den Buchs abgeerntet, beziehungsweise der ist jetzt wunderschön in Form geschnitten, und dann ist dieses ganz tolle Buchsherz hier, lässt sich auch aus Efeu zum Beispiel gestalten, alles was so ein bisschen buschig ist und Volumen bringt, mit dem kann man das machen. Und dieses Buchsherz, das braucht natürlich ein bisschen Material und ist jetzt auch ziemlich groß. Aber das ließe sich auch in kleiner zum Beispiel als Türkranz gestalten, dass man ein Herz als Türkranz, wenn es an der Außentür hängt, dann hält es länger, weil nachts wird der Buchs wieder ein bisschen feucht und dann bleibt er schön frisch. Drinnen wird es natürlich schneller trocken, aber es ist eine super Deko. Unsere Kunden, die werden jetzt schon so ein bisschen angespitzt darauf, was bevorsteht. Und wie man dieses wunderschöne Herz macht, das zeige ich jetzt auch im Video, weil ich liebe natürliche Deko. Ich mag nicht so viel Kunst und Firlefanz. Und wir haben das hier auch an Birkenstamm aufgehängt. Also Natur pur. Willkommen im Naturkanal. Und ich habe noch mal im Garten extra ein bisschen was geerntet, damit ich dir das zeigen kann. Da gehen wir jetzt mal rein. So, hier habe ich jetzt also den Buchs mit reingebracht. Ich möchte gern so ein kleineres Herz machen. Und ich habe mal ein bisschen überlegt mit dem, es ist ein Aludraht, der lässt sich also wunderbar biegen. Und ich habe mal so ein bisschen überlegt, welche Größe das haben soll. Ich brauche jetzt eine Drahtschere. Moment, ich habe auch gleich eine. Hier habe ich eine. Okay, eine Drahtschere, um diesen Aludraht abzuschneiden. Weil wenn ich das mit meiner normalen Gartenschere mache, dann wird die stumpf. Das mag die nicht. Bestelllink zu einer Drahtschere schreibe ich dir in die Beschreibung. Ich bin übrigens gefragt worden, wo das denn steht. In der Beschreibung, da heißt es immer mehr ansehen. Und wenn man das anklickt, dann kommt der andere, untere Teil, klappt dann auf und dann sieht man auch, was ich da alles im Detail noch dazu schreibe. Aludraht gibt es in verschiedenen Varianten. Da gibt es hier diesen 2 mm Aludraht. Muss nicht immer so eine fette Rolle sein. Für mich lohnt sich das natürlich. Gibt es natürlich auch in kleineren Einheiten. Das suche ich dir raus. Aludraht gibt es auch als 5 mm. Und der, also wenn man was richtig Stabiles machen möchte und was dann, wo dann ein bisschen mehr Gewicht dran hängt, dann ist 5 mm sehr gut, weil der lässt sich auch nur schwerer biegen, wie man merkt. Und den gibt es nicht nur in Silber, den gibt es auch zum Beispiel in verschiedenen Farben. Und es ist auch sehr, sehr dekorativ. Und Aludraht oder Aludraht ist immer eine gute Basis, wenn man eine bestimmte Form haben möchte, dass man was biegt. Und für dieses Herz brauche ich kleine Stückchen Buchs. Das heißt, ich muss mir jetzt erstmal so ein bisschen Fleißarbeit. Ich muss mir jetzt erstmal den Buchs in kleine Stückchen schneiden, damit ich die nehmen kann und anlegen. Ach, und was ich natürlich auch noch brauche, ist Wickeldraht. Das ist ein grüner Wickeldraht. Da mache ich den Bestelllink auch noch rein. Der ist hier auf so einem Holzstäbchen aufgespult. Und den brauche ich, um den Buchs auf diesen Aludraht zu wickeln. Ja, das ist jetzt ein bisschen Fleißarbeit. Man muss also den Buchs in diese Stücke schneiden. Die dürfen nicht zu lang sein, dann wird es natürlich zu zottelig, nicht zu kurz. Ich denke, das ist immer solche Stücke. Schön ist es auch, wenn die Spitzen möglichst buschig sind. Das ist zum Beispiel hier ein Sahnestück. Ja, ist immer gut, wenn man das zeigt. Das ist ein Sahnestück, ja, dass sich das so zerteilt in der Spitze, hat man nicht immer. Aber das ist der Optimalfall. Dieses Herz ließe sich auch mit Moos wickeln, mit Efeu, mit buschigem Efeu natürlich. Man kann auch Ranken, wenn man Ranken nehmen will, kann man die so ein bisschen dichter um dieses Herz wickeln. Also es gibt ganz viele Optionen, was man an Grünzeug nimmt. Wichtig ist nur, dass das Grün muss ausgereift sein, das darf nicht so schnell schlapp werden. Wenn es im Frühjahr so ein frisch ausgetriebenes Grün ist, dann hält es nicht. Dann kann man sich die Arbeit eigentlich sparen. Dann wird es sehr schnell hässlich. Und auch der Buchs, wenn der jetzt hier ein bisschen trocken wird,
es gibt auch sehr schöne Buchsherzen, die dann eben trocken sind und gelblich. Die kann man zum Beispiel noch mit ein bisschen Glitzer übersprühen. Auch so ein Herz lässt sich ganz toll haltbar dekorieren. Man kann auch an Ostern ein paar Federchen, ein paar Wachteleier drauf machen. Der Fantasie sind wie immer keine Grenzen gesetzt. Und ich finde es immer sehr schade, dass ich eure Arbeiten, die ihr dann so macht, nicht sehe. Ihr könnt gerne mal Fotos mailen, wenn ihr schöne Sachen gemacht habt, an youtube@flowerstyle.de. Und ich kann die im Community-Beitrag posten, weil ich bin ja gespannt. Ich sehe diese Werke ja nie. Ist eigentlich schade. Deswegen bin ich auch neugierig, was ihr dann so damit macht. Um jetzt anzufangen, mache ich das Herz wieder auseinander, weil wenn ich ein Herz vorm Wickeln müsste, dann wäre das viel, viel umständlicher, wie wenn ich nur einen geraden Draht habe zum Wickeln. Ich lege den Buchs an und fange an zu wickeln. Festwickeln, dann lege ich wieder, dann gehe ich ein Stückchen tiefer, lege wieder Buchsspitzen an. Nehme ich immer ein paar, weil nicht wegen jedem einzelnen Ästchen wickeln, weil ansonsten wickle ich ja morgen noch. Und das ist jetzt so eine kleine Fleißarbeit. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal in den Zeitraffermodus. So, das ist, wie ihr wahrscheinlich schon im Zeitraffer gesehen habt, ist das eine kleine Fleißarbeit. Ich habe die Enden zusammengewickelt nach unten, sodass die nach unten gucken. Und im Moment habe ich jetzt also einen Kringel. Hier hinten habe ich den Aludraht, wie man sieht. Und es ist auch normal, dass da jetzt noch ein bisschen Buchs raussteht. Und ich möchte jetzt erstmal dies zu einem Herz biegen. Erstmal die Form. Und dann, so genau, jetzt erstmal die Arbeitsfläche sauber machen. Nicht, dass hier so viel Zeug rumfliegt. Und jetzt ist es natürlich noch ein bisschen wild, das Ganze. Aber wir gehen jetzt einfach zum Friseur, zum Buchsfriseur. Und schneiden wir ein bisschen, machen so ein bisschen Feintuning, weil das ist jetzt so, da stehen natürlich noch ein paar Ästchen raus. Aber das macht gar nichts aus. Hauptsache die Form ist da und das Schneiden, das mache ich jetzt von oben. Ich möchte ein schönes Format haben. Je größer das Herz ist, desto schwerer wird es auch. Und wenn es dann natürlich so sehr schwer ist, wie das Herz am Schaufenster, mit dem wir die Kunden auf Valentin aufmerksam machen, dann hängen wir es nicht an einer Stelle auf. Theoretisch geht es jetzt mit dem auch, aber wenn es an einer Stelle aufgehängt werden wird, dann wird sich das nach oben so rausziehen. Das ist ja schade um die Herzform. Also ich würde, auch wenn man es an die Haustüre hängt, egal wo man es aufhängt, muss man ein bisschen grad machen. So. Ja, das war mir. Egal an welcher Stelle man das aufhängt, ich würde es eher an zwei Stellen aufhängen. Ich finde, das ist schön. Ich mache das jetzt mal ordentlich. Ich zeige euch mal, wie ich mir das gedacht habe. Ich schneide auch die Schnüre ab. Und hänge das Herz an diesen zwei Schnüren auf. So. So würde ich die Aufhängung machen. Ja, das ist ein schönes Valentinsherz. Oder man macht es auf ein Geschenk drauf. Oder, wie gesagt, an die Haustüre, auf den Frühstückstisch. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man dieses Herz schön dekoriert oder auf ein anderes Buchgeschenk oder was auch immer für ein Geschenk. Man kann natürlich immer noch Herzen zu Herzen, man kann die Herzwirkung verstärken, indem man noch ein kleines Birkenherzchen dazu klebt, ein bisschen was mit Natur.
Gibt auch schöne rote Holzherzen, gibt auch sehr schöne kleine. Aber ich finde natürlich am schönsten und ich mag es eigentlich sehr gern. Sehr simpel, man braucht hier also nur einen Nagel, um das aufzuhängen. Ich hoffe, meine Valentins-Videoreihe hat dir gefallen. Ich habe ja ein paar Videos gemacht, unter anderem auch eine Rose mit Herzen gebunden. Oder dieses schöne kleine Valentinsgesteck in einer Schachtel, die man auch schön abwandeln kann zum Rosengesteck. Gibt also noch viel, viel mehr Ideen. Und nun wünsche ich schöne Valentinsvorbereitung. Lasst euch was einfallen, Ideen gibt es ja genug dazu. Abonniert meinen Kanal, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, um nichts zu verpassen in meinem Naturkanal. Es kommen noch viel mehr Ideen, weil jetzt geht es dann als nächstes auch so in die Tulpenzeit, Osterideen. Gibt unendlich viel. Bis ganz bald, ganz blumige Grüße und alles Liebe. Tschüss, macht's gut!